So, Leute. Na, passt das alles noch? Ja? Muss mal gerade mir ganz kurz überlegen. Ich habe noch 3 Booster hier liegen. Ob ich das wirklich mal... Ja, komm. Das ist meine letzte Erinnerung an den Grand Prix in Bologna. Weil dieses Booster habe ich da tatsächlich gekauft mit meinen Preisticks aus einem sehr fehlgeschlagenen Trial. Ja, leider. Und das ist mein Pack of Shame. Deshalb muss das jetzt gut werden. Idyllic Grange, Land, Plains. Kommt Entab ins Spiel, wenn man 3 oder mehr andere Plains kontrolliert. Und wenn es Entab ins Spiel kommt, bekommt man +1/+1 mal auf eine Kreatur. Opt! Muss ich gar nicht, dass es hier drin ist. Hab ich schon wieder vergessen. 1 Mana, Scry 1, Drawcard. Forever Young, 2 Mana, man legt beliebig viele Kreaturen aus dem Friedhof oben auf Deck und zieht deine Karte. Sporkrab Spider, 3x1/5, Reach. Das ist hübsch. Die ist hübsch. Schade, dass solche Artworks mal verschwendet werden. Steelgaze Griffin. 5 Mana, 2-4 fliegend. Und immer wenn man den zweiten Spell in einem Zug spielt, kriegt er +2/+0. Left of Thorns. 1 Mana, eine Kreatur kriegt +2/+1. Und Death Touch bis meines Zuges. Embereth Paladin. 4 Mana, 4-1. Eile. Und wenn man mindestens 3 Mana, 3 rote Mana bezahlt hat, kriegt der +1/+1 Marke. Oh Gott. Deutsch ist schwierig. Outflank. Wow. Ausgeflankt. Naja, weggeflankt. 1 Mana. Outflank macht so viel Schaden an angreifenden oder blockenden Kreaturen wie die Nummer, wie die Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Ach, Nummer an Kreaturen. Garenbridge Paladin. 5 Mana, 4-4. Wenn man mindestens 3 grüne Mana bezahlt hat, kriegt er eine +1/+1 Marke. Und er kann nur von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. 3 Mana 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt, wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, das auf dem Adventure war, kriegt er eine +1/+1 Marke. Wonderma, sieht cool aus. Arcan of Absolution, 5 Mana 3-2 fliegen, Schutz vor Weiß und Kreaturen, die euch, können euch oder Planeswalker, die kontrolliert, nicht angreifen, ist seine Wertschatzzeit 1 Mana für jede dieser Kreaturen. Skullknocker Ogre, 4 Mana 4-3 und wenn er dem Gegner Schaden zufügt, muss dieser Spieler eine zufällige Karte abwerfen. Wenn er das tut, zieht er eine Karte. Aha. Und unser Rare ist Inkridge Feed. Für 4 Mana kriegt man 7 rote Mana. Man darf nur noch einen Zauber diese Runde spielen. Ja. Ein Forest. Eine Goat. Danke, du bist auch eine Ziege. Und Otherworld Tacticon. 3 Mana, 2-3 fliegend. Und man kann ihn für 2 Mal auf ein Adventure schicken, um 2 Kreaturen zu tappen. Ja, das Booster war wie das Trial. Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung da drin. Aber naja, passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksee. Ciao, ciao.